Hallihallo, hallo und damit willkommen jetzt zurück zum Let's Play von Omni 2, dem Omnibus-Simulator. Wir sind immer noch hier in Hamburg und werden fahren die Linie 111. Allerdings ein bisschen was anderes. Ich versuche mich so, bin sozusagen voll in der Anti-Phase, ein bisschen einfach was zu zeigen, was man noch nicht so unbedingt vielleicht gesehen hat auf YouTube. Und zwar fahren wir heute die Sonntagsumleitung der Linie 111. Denn Sonntagvormittags ist Fischmarkt und die Linie fährt normalerweise durch Bereiche durch, gerade wenn es in Richtung Altona geht, fährt sie dann eben durch Bereiche durch, ja, wo Fischmarkt ist, also nicht Richtung Altona, sondern ist eigentlich in beiden Richtungen so. Allerdings ist das von uns aus gesehen jetzt eher ein bisschen weiter hinten im Liniending. Auf jeden Fall fährt sie da eine Umleitung, weil sie eben nicht über den regulären Linienweg fahren kann, weil da die ganzen Stände stehen. Und jo, da machen wir das mal. Heute also Szenario Hamburg zur Fischmarktzeit. Wir fahren die 111 hier von der Shanghai-Allee bis zum Bahnhof Altona. Mit dem Solobus. Genau, weil das eine Solobuslinie ist. Und das ist deswegen eine gute Idee. So, Motor läuft auch schon mal. Heißt dann aber das schon mal alles hinter uns. Heißt, wir können jetzt erstmal in der Zwischenzeit hier mal schauen, also Tank ist drin und zum Glück haben uns die Kollegen jetzt heute einen recht vollen Hybridbus hinterlassen. Das Ganze ist, also bei der Platzierung ist es im Prinzip random abhängig, mit wie viel Elektrizität der da spawnt. Und ich bin letztes Mal in der Testrunde gefahren mit sehr wenig Elektrizität und ich finde das irgendwie ein bisschen, weiß nicht, ich finde das ein bisschen nervig, weil da kann man das nicht ganz so ausnutzen und ich würde das gerne mal ausnutzen. Deswegen habe ich mich jetzt mal für einen Bus entschieden, der das kann. Jetzt gucken wir mal, wir fahren ja los um 9.16 Uhr. Ne, 9.19 Uhr, 9.16 Uhr haben wir, das heißt, wir sind da. Nach Altona haben wir dann 12 Minuten. Ja, Fahrzeit, bla. Passt schon alles irgendwie, ne? Also sollte eigentlich alles passen. Die Route und sowas, das generiert der ja automatisch aus dem Fahrplan raus. Das heißt, wir brauchen uns nicht drum kümmern, eine andere Route einstellen zu müssen. Nur weil wir jetzt halt woanders lang fahren, ne? Heißt eigentlich ganz praktisch, so ein bisschen Licht ist vielleicht trotzdem nicht schlecht. Und eigentlich können wir auch nochmal ein Menütchen hier, ne? So, Manni, ich hoffe mal, hast du es überlebt. Ja, hast du es überlebt. Das sind Schiffe, ja. Also wir rollen mal gerade den Meter vorher, würde ich sagen. Achso, warte mal, ich habe... Oh, das Gaspedal noch nicht durchgetreten, deswegen fällt das mit Vollgas an. Das tut mir natürlich leid, aber... Ja, im Laufe der Zeit versuche ich einfach mal ein bisschen so ökonomisch zu fahren, wie das eigentlich gewollt ist mit dem Bus. Heißt immer diese Regenerationsphasen, wo man den Akku wieder auflädt, ein bisschen mitzunehmen und auch am Anfang schön im Bereich gemütlich. Ja, brauchen Sie nicht aufgeregt sein. Ist nur ein Hybridbus. Der tut nichts, der will nur fahren. Das können wir hier im Prinzip stehen bleiben, bis da vorne rot ist, weil macht ja nichts. Also folgendermaßen, wir fahren euch jetzt im Jahre 2015, Ende 2015, wo jetzt das Addon eben angesiedelt ist. Und jetzt heutzutage ist es so, fährt die Linie 111 eben nicht nur bis hier, bis Shanghai-Allee, sondern die fährt ein bisschen weiter. Bakenhöft heißt das Ganze, das ist ein bisschen weiter draußen, da ist ganz viel mit Neubau. Und deswegen ist es hier jetzt im Prinzip noch nicht so, ich ziehe trotzdem langsamer vor. Und das wäre im Prinzip hier in Fahrtrichtung links. Das sind noch ein, zwei Haltestellen weiter, ein paar Meterchen mehr. Aber im Prinzip verpassen wir hier eben nicht viel. Und ja, also vor uns ist eben die Hafen City Universität. Nicht mehr und nicht weniger. Und im Prinzip geht es für uns jetzt durch die touristisch interessanten Gebiete. Heute eben, weil wir eben durch touristisch interessante Gebiete fahren. Josh, das hast du super ausgedrückt. Ich bin so stolz auf dich. Das ist toll gemacht, ne? Also sehen wir auch gleich da. Wir fahren auch recht bald gleich an der Äpfelharmonie vorbei. Es wird so das erste sein, wo wir vielleicht bekanntermaßen vorbeikommen. Ansonsten sind hier eben sehr viele Sehenswürdigkeiten auf der Strecke. Hören wir dann im Prinzip auch immer durch die Ansagen, weil das Ganze ja nur meistens auch ein bisschen so heißt. So, wir fahren immer noch elektrisch. Jetzt gleich nicht mehr. Genau, jetzt greift der Motor, aber ich würde sagen, so versuchen wir das auch längerfristig mal ein bisschen zu machen. Immer schön mit dem Elektro-Dings da mitfahren. Das hatte ich für eine gute Idee. Genau, U-Bahnhof Überseequartier. Und hier ist echt schick. Also das gefällt mir echt gut. Also die Landstriche, das ist echt alles gut gemacht. Und so müssen wir ja eh langsamer werden.
Heißt langsam und vor allem auch gleich ein bisschen abbiegen. Nee, geradeaus. Wichtig ist dann immer beim Bremsen im Prinzip gleichmäßig, recht früh, lange. Das sind im Prinzip so die Schlagworte. Also lange bremsen und gleichmäßig bremsen, dann lädt er den Akku wieder ganz ordentlich auf. Ich habe das schon mal auf einer Fahrt getestet. Klappt dann, wenn man nur so zwei Balken Akku hat. Also ich habe das mal getestet, wo also die Akkustandsanzeige startmäßig schon nur so breit war. Ja, kann man auch nicht mehr viel rausholen, dann ist einfach vorbei. Aber so hoffe ich, vermute ich einfach mal, dass wir das ganz gut hinkriegen, auch wenn wir schon zu spät sind. Aber naja, also ich seit Leben. Ja, und das mit den Schiffen finde ich echt cool. Also einige der Schiffe sollen dann auch fahren. Und genau, das mit der Weitsicht auf dem Meer wurde auch irgendwie ganz gut gelöst durch so Art Backdrops, die halt aber ein bisschen ja, schöner gemacht sind. Deswegen merkt man gar nicht, dass das Backdrops sind. Das dürfen wir genau, wie erwartet, grün bekommen. Ach, Fahrräder, guck mal, die klingeln sogar. Süß. Jetzt greift der Motor. Ich weiß nicht, der zieht dann immer so ein bisschen, aber ich hoffe mal, das ist für die Fahrgäste nicht ganz so schlimm. Ich versuche mich einfach mal ein bisschen damit anzufreunden. So, gleich mal ein bisschen bremsen. Dass er da die Energie wieder mitnimmt. Ist aber doch ordentlich was los hier heute sonntags. Also ich habe jetzt gerade Sonntagvormittag, ist jetzt nicht so die Hölle los. Hab mich da anscheinend ein bisschen getäuscht. Ist ein bisschen mehr los. Ach, guck mal, die strunzeln da an einem vorbei. Auch wenn sie eher radeln. So, Vorteil ist natürlich immer, dass der Bus schön ruhig ist, wenn er steht. Das finde ich echt angenehm. Also hast du nicht dieses Röbbel, 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 Röbbel. Gut, das hast du auch nicht, wenn du Euro 6 Busse hast, aber das ist eine andere Geschichte. So, Delle. Hier vorne bremsen nochmal. Wir müssen nach links. Fahrt sie dann auch mal? Oder heute nicht mehr? Kriege ich die Ampel noch oder darf ich mir das abschminken? Ich vermute, ich darf es mir abschminken, aber wir probieren es einfach mal, ne? Ach, guck mal. Oh, lange Ampelphasen. Ja. Ja, die nehme ich mir jetzt noch. Also ganz ehrlich, das lasse ich mir nicht nehmen. So. Biegen wir einmal da ab. Da haben wir letztes Mal schon ein bisschen was gesehen, die Richtung. Ist aber heute gar nicht unsere Richtung. Also wir treffen uns mit der Linie 6 tatsächlich nur an recht wenigen Stellen. Am Sandtorkai zum Beispiel, da treffen wir dann auf dem Linienweg der 6. Ansonsten fahren wir aber tatsächlich recht autonom von der Linie. So, ihr beiden. Sind wir jetzt echt so viel zu spät? Alter Latz. Naja. Ich weiß gar nicht, habe ich das... das habe ich erwähnt mit der Performance, ne? Das habe ich letzte Aufnahme erwähnt. Vielleicht ist auch der Fahrplan, also vielleicht ist auch dieses Fahrzeitprofil ein bisschen straffer am Wochenende. Diese Performance habe ich anscheinend erwähnt. Vermute ich mal. Ich traue mir das mal zu, dass sie das erwähnt haben. So, genau, jetzt fahren wir halt eben im Prinzip immer recht parallel zum Wasser. Genau, so links von uns ist im Prinzip das Wasser. Ach, da sind wir sogar, ach, hier sind wir sogar lang gelaufen. Oh, ich erinnere mich. Schön. Im Prinzip parallel zur Buslinie. Links ist im Prinzip immer Hafenanlage und Wasser. Und, ja, ne? Doch, aber kam echt gut, also erkenne ich sehr, sehr gut wieder. Schick, schick. War es einmal da gewesen und sofort siehst es, ne? Und sind wir auch schon in einer recht bekannten Ecke. Das ist recht bekannt, ja. Dürfte recht bekannt. Ey, ich habe hier auf jeden Fall so schöne, tolle, moderne, mega geniale Gebäude. Wo sich dann die schönen, reichen, ganz schönen Reichen was kaufen. Da vorne sind wir auch gestanden an dem Aussichtspunkt ein bisschen. Ach, schön. Noch was es da zu essen gibt, auf jeden Fall. Ja, man erkennt das gut wieder. Ich finde das gut. Ja. Lass mich einmal da einsteigen. In der Zwischenzeit gucke ich mal ein bisschen rum, ne? Ist, glaube ich, eine ganz gute Idee. Ja, ja, in der Zwischenzeit schaue ich mal ein bisschen da. Ja, das mit dem Tickets, das macht ihr da gerade mal unter euch aus. Das mit der Weitsicht ist echt gut geworden. Also, das gefällt mir. Also, natürlich aus der Busfahrerperspektive, nicht aus der Fotoperspektive, aber mir gefällt mir auf jeden Fall. Und hier hat man es auch nicht so irgendwie so Flecken, wo man nicht so rausgucken kann. Also wo man rausgucken kann. War ja auf der letzten Lieder ein bisschen irgendwie so, aber ach ja, auf der Gesamtbild gefällt mir echt gut. Es ist schick, schick. Es ist mit den Dings, mit den das mit den Backdrops ist tatsächlich eine gute Idee. Also mit Art Backdrops halt eben, ne, ist ja nicht. So, genau. Jetzt müssen wir gucken, jetzt haben wir es auch gar nicht mehr
Genau, bald sind wir am Kaiserkai, da sind wir im Prinzip grob in der Nähe der Äpfelharmonie. Was dann so unser erstes großes touristisches Ziel wäre. Also ich mache jetzt nicht einen auf Touristenführer, aber was mir so auffällt, ne, schön gleichmäßig bremsen. Das war jetzt der Haltewunsch. Achso, brauche ich gar nicht aufdrücken, das macht ja der Bus für mich. Moin Moin! Was ich auch festgestellt habe. Und genau, wow, schon hier ist die dritte Sicht, so wie ich die auch gerne hätte, du. Nö, finde ich gut hier. Anders als im Lenkbus, du. Finde ich super, dass die dritte Sicht die zur Kasse ist. Das ist mal ein bisschen praktischer. Das können wir eigentlich ja bloß runterrollen. Und bremsen. Mit ein bisschen Stromgewinn. Haha. Ja, es ist im Prinzip ist es tatsächlich, also ich finde das aus wissenschaftlicher Sicht, ist es tatsächlich eine recht schlaue Lösung zu sagen, beim Bremsen geht Energie verloren. Das ist einfach so. Also im Prinzip beschleunigt man, um dann die Energie, die dabei entsteht beim Beschleunigen, irgendwann mal wieder abzubremsen. Deswegen finde ich auch Autofahrer, die auf der Autobahn voll beschleunigen, voll abbremsen. Das ist sowas von dermaßen ineffizient. Weil im Prinzip beim Bremsen geht die Energie, die verpufft halt einfach. Und zu sagen, okay, da schmeiße ich einen Generator von der Energie an und speise das halt eben elektrisch ein, finde ich halt echt eine gute Sache. Ob man jetzt Fan der Busmarke sein muss oder sowas, muss natürlich nicht sein, aber so generell finde ich es echt eine schöne Sache. Und wir haben auch hier Dings der Stadtrundfahrten. Bei denen ist es halt alles recht weit weg von, hier Dings da von umweltfreundlichen Antrieben, aber das muss auch gar nicht sein, ne? Also aber im Prinzip ist es eine ganz gute Sache, ob und wie das jetzt in Hamburg auch funktioniert und ob die Busse jetzt irgendwie großartig Komfort bieten, das steht halt aus, steht jetzt halt nicht zur Debatte, aber Prinzip finde ich das so gut, ne, Kollege? Ach ja, ich mag die Stadtrundfahrtbusse irgendwie. Ich finde die super. Mir gefallen die. Ich weiß gar nicht, ob es ja sowas gibt oder ob man sich sowas einrichten könnte. Man kann sich bestimmt so eine mehr oder weniger fiktive Stadtrundfahrtlinie da irgendwie einrichten. Genau, und hier haben wir jetzt einen Kontaktpunkt mit der Linie 6. Allerdings nur in die andere Richtung. Am Sandtorkai kommt dann von hier rechts, kommt dann die Linie 6 raus und fährt dann eben da so lang, ne? Das ist so der Linienweg und andersrum fährt hier ein bisschen anders. Moin. Deswegen haben wir es in dieser Richtung nicht. Jodele. Streckenkunde Ende. Mehr Ahnung habe ich auch gar nicht. Das war es an Kompetenzen. Kompetenzende. Ja, man kann ja auch nicht immer nur Bescheid wissen. So, genau. Jetzt haben wir am Kaiserkai dürfen wir dann gleich ein bisschen was sehen. Roll, roll, roll. Also langsam finde ich ein bisschen Gefallen an dem Elektro-Dings-Antrieb da. Also gerade so für so einen Verkehr hier, rollst zur Ampel vor. Das ist echt praktisch. Auch wenn eben dieser Übergangspunkt zum Diesel-Dings halt so ein bisschen haperig ist, aber ich vermute mal, das ist auch einfach so, deswegen. Genau, Elbphilharmonie, bitte aussteigen. Ist ja auch theoretischer erst nach dem Zeitpunkt, zu dem das Addon spielt, eröffnet worden, 2016, soweit ich mich nicht täusche. Aber ist ja, ne, muss, kann ja schon angesagt werden, muss ja nicht sein, dass da Leute irgendwie aussteigen. So, ganz gemütlich, genau. 2016 ist es fertig geworden, jetzt fährt der Fahrer auch die ganzen Schiffe, also die eine oder andere Schiffslinie dahin. Ach ja, also nicht, dass wir das mal gemacht hätten, nein, nein. Wenn man die Hafenfähren auch so mit benutzen kann. Nee, nee. Ist auch ein super Touristentipp. Also hat noch keiner rausgefunden, dass man da mit der HVV-Fahrkarte wunderbar auch Hafenfähre fahren kann und sich somit eben die Hafenrundfahrt spart. Nee, nee, ist noch niemand mehr aufgefallen. So, am Kaiserkai. Jetzt können wir vielleicht gleich mal gucken, ob wir da was sehen Richtung Küste oder ob uns das nicht interessiert. Kann natürlich auch sein. Also die haben wir tatsächlich, ja, Fahrkarte ist mir auch gerade egal, da haben wir sie. Also ist es natürlich auch tatsächlich wieder nur so angelegt hier, dass man das Ganze von der Entfernung aus gut betrachtet und nicht, dass man jetzt irgendwie großartig rumfliegt, weil was anderes wird dann auch von der, es ist natürlich gerade rot. Alles andere wird auch irgendwie von der Performance ja absolut gar nicht mehr hinhauen. Deswegen kann man da gucken, da ist sie. Da vorne ist auch immer diese Hafenfähre. Aber drumherum ausgestaltet ist halt nicht, ne? So, jetzt haben alle anderen grün. Super. Ich muss auch sagen, dass mit dem Fahrradfahren bringt tatsächlich auch immer noch so ein bisschen Spannung noch mit rein. So mit hier gucken, da gucken. Doch, gefällt mir echt ganz gut. Ob ich jetzt tatsächlich hier dauerhaft mit dem
mit dem Hybridbus rumgucken werde, ist natürlich eine andere Frage, aber gefällt mir echt gut, ne? Liebe Fahrgäste, achso, das kann ich gar nicht nach hinten schauen. Ist ja egal. Schön elektrisch anfahren. In der Zeit bekommt man so ein bisschen Gefühl im Gasfuß dafür. So, und jetzt genau. Jetzt kommt der Motor dazu. So, Dille. Und jetzt kommen wir auch im Prinzip... Ja. Jetzt kommen wir im Prinzip auch schon so ein bisschen zum nächsten touristischen Ding. Und zwar zu den Landungsbrücken. Ja, da fahren wir auch dran vor. Aber das Schiff ist cool. Da stehen tatsächlich auch solche älteren Schiffe. Das ist echt cool gemacht. Genau, da vorne Richtung Landungsbrücken. Dann sehen wir auch gleich alles, wenn wir davor stehen. Da oben können wir dann zur U-Bahn umsteigen. Super U-Bahn-Konzept, gell? Fährt selten unterirdisch, mehr oberirdisch, aber es ist eine ganz coole Sache. Ne, liebe Fahrgäste, seht ihr bestimmt auch so. Na ja, jetzt stehen wir hier. Also mit der Verspätung ist echt heftig. Das hatte ich letztes Mal nicht. Also ich bin gestern einmal Test gefahren, muss ich dazu sagen. Um mir das jetzt selber auch ein bisschen anzuschauen. Und da war nicht ganz so viel, aber... So ist es Leben, so ist es Leben, ne? Vielleicht noch irgendwas Interessantes? Können wir mal gucken. Also wie gesagt, an solchen Sachen wie Fischauktionshalle oder sowas kommen wir jetzt halt leider nicht vorbei. Das ist im Prinzip genau der Bereich, den wir umfahren, aber... Den Rest sehen wir im Prinzip trotzdem, ne? Die Fahrgäste freuen sich bestimmt, wenn sie zu spät kommen. Ich sehe es denen schon an. So, einmal weiterfahren, bitte. So, am Anfang braucht er ein bisschen, ne? Also gegen Ende vom Elektrobereich, da zieht er richtig an. Aber auch erst eben gegen Ende. So, da mal ein bisschen langsamer vielleicht. Und da einmal in die Haltestelle, ne? U-Bahnhof Baumwall, genau, ist da oben. Da kann man auch echt schön sitzen und auf die U-Bahn gucken. Also es ist echt cool. Wir saßen auch irgendwo mal in so einem Café in der Nähe. Genau, wäre im Prinzip dann in die Richtung gewesen. Café in der Nähe, wo du wunderbar auf die U-Bahn gucken kannst, Richtung Landungsbrücken. Ja, ist schön, eine ganz starke Karte. 50 und 20. Also 2. Lässt mich mal einer... Ja, für was blinke ich eigentlich? Ich sehe, dass da Fahrradfahrer sind, aber... also irgendjemand sollte mich halt auch rauslassen, ne? Wenn nicht, dass sie wieder sagt, der Joste kann voll nicht fahren, ich... Nee. Wie in der letzten Aufnahme, da hat das nicht so gut geklappt. Aber ich bemühe mich ja, ne? So ist es ja nicht, sonst ich habe ein bisschen auf Gas. Genau. Was ich tatsächlich recht interessant finde... Ja, hast du... Oh. Ist richtig. Yeah, yeah. Was soll ich gerade sagen, dass ich irgendwas recht interessant finde? Ich weiß gar nicht mehr, was ich recht interessant fand. Ich hab's vergessen. Aber es wird wohl irgendwie so sein. So, liebes Individualverkehrsteilnehmer-Dings. Was schick geworden hier, vor allem mit den ganzen, die ganzen Touristenbussen da, das ist tatsächlich ein Bereich, der hier sehr, ja, exzessiv vorhanden ist in dem Bereich. Also da treffen tatsächlich alle Unternehmen, die irgendwie Touristenfahrten anbieten, die treffen da irgendwie aufeinander. Deswegen, ja, sieht man da ganz gut was davon. So, das Bremsen die da vorne, weil ich würde nämlich gerne meine Energie zurückgewinnen. Ja, tatsächlich das Rot. Alles schön zurückgewinnen. Das klappt super. Das klappt tatsächlich super. Wird zwar trotzdem immer so ein bisschen leerer, der Akku, aber wir kriegen das immer ganz gut aufgeladen mit den Bremsen. Wie sind wir zu spät? Fast 6 Minuten. Boah. Naja, so ist das Leben, ne? Sonntags ist halt, wenn zufällig mal stressig ist, dann sind nicht alle so drauf eingedingst da und so, ne? Sind das schon so eingedingst da. Genau, im Prinzip, seht ihr schon. Wir umfahren einen Teil der Linie und somit zeigt unser Almex auch schon an, dass wir nicht mehr viele Stationen haben, was tatsächlich auch stimmt. Man wird eben einen Teil auslassen. Jo, den werden wir aber irgendwann auch nochmal abfahren, weil ich ihn auch echt schön finde. Den lassen wir sich für immer und ewig aus, sondern nochmal für heute, damit man halt mal ein bisschen was Alternative und so, ne?
Aber hier fährt man tatsächlich recht lang ohne Halt. Also hier bist du echt angehalten, als Person dann da irgendwie ein bisschen zu laufen. Guck mal genau auf der anderen Seite, da wo die Musicals aufgeführt werden, sieht man auch. Das finde ich eigentlich ganz anständig gelöst da mit den Backdrops. Da schaut man es einmal hin und sieht, ach guck mal, das ist flach. Aber wenn du da sonst lang fährst, dann freust du dich einfach drüber, dass die Performance besser ist. Du bist mal ein Säckel, bist du. Ich weiß, das ist so gewollt, aber es ist ein Säckel. Und wem mir fällt jetzt irgendwo einer rein? Da klatscht was, aber kein Beifall. So, Landungsbrücken. Ausstieg und Fahrtrichtung rechts, bitte. Will gar keiner aussteigen. Sag mal. Bin denn da oben? Kannst du dann da wechseln zwischen da am Ufer und da am... Hier da Eingangsbereich von U- und S-Bahn-Station. Fahrradfahrer? Ja, ich hab's gesehen. Aber die müssen im Prinzip auch gucken, dass sie mich rauslassen, ne? So, vielleicht kriegen wir die Ampelphase sogar noch. So, ein C2 haben wir auch. Achso, genau, ich glaube, da kam auch mal die Frage auf. Die C2 sind hier als Low-Poly-KI-Modell integriert. Heißt, man muss keins von irgendwelchen anderen Add-ons besitzen, dass da C2 rumfahren. Das ist Dings da. Und hier, genau, hat man dann auch ganz viel mit touristischen und so. Da hat man auch noch so einen alten Elbtunnel, soweit ich das weiß. Kann auch falsch sein, liebe Hamburger, es tut mir leid. Auf jeden Fall fährst du dann da mit dem Aufzug runter und dann fährst du durch den Tunnel durch. Weil man da in dieser kurzen Zeit nicht so tief runter kann. Ich kenne diese Problematik aus City Skylines. Gefälle zu steil. Dass es nicht funktioniert, deswegen wird das hier so mit Tunneln gelöst. Ach, guck mal, der schiebt die ja über die Kreuzung. Sollen sie machen. Ne, ist auf jeden Fall hier so gelöst, wenn das... Ich glaube tatsächlich, das ist hier, ne? Sonst, also wenn das nicht hier ist, dann bin ich echt komplett blöd. Eigentlich sollte man, wenn man sich nicht ganz sicher ist, ich weiß, sollte man sich gerade, wenn man irgendwie sowas moderiert oder so, so einfach die Klappe halten, Josh. Einfach ruhig sein, ne? Aber, naja, provisionell wie eh und je, ne? Genau, hier ist da Elbtunnel. Achso, guck mal, Spiegel, da ist niemand. Gut, da genau, da Elbtunnel und so, ne? Stimmt also alles. Ich muss da, ja tatsächlich, ich muss da hoch, hm. Das war auch lang gelaufen an dieser komischen, an dem, was ist das? Ja, so eine Rampe mehr oder weniger. Ist auch grün, gucke mal. Und jetzt kommen wir im Prinzip schnurstracks auf die Reeperbahn und entfernen uns dann mehr oder weniger instant auch gleich wieder davon. Ja, und hier wird dann wahrscheinlich auch ein Bereich sein, an dem dann das ein oder andere, in dem der ein oder andere Tourismus auch nochmal vorbeikommt. Denn da ist diese komische, da diese verbotene Straße da, wo öffentlicher Weg ist, aber wo Kinder und Frauen nicht rein dürfen, bla bla blub. Geschichte kennen bestimmt eh alle. Die ist ja gleich irgendwo links. Ja, ne? Ist auf jeden Fall hier. So, hier genug Hafenrundfahrt mit Josh gemacht. Jetzt wisst ihr alle Bescheid. Jetzt habt ihr voll Ahnung. So, ne? Genau, das werden im Prinzip dann da links rein. Direkt hier, ja genau, direkt da. Das ist dann so mit so Barrieren zugemacht. So mehr oder weniger legal, weil man das eigentlich nicht darf, aber... Hintergründe wissen bestimmt ganz viele andere Leute ganz viel besser. Deswegen halte ich mich da einfach mal... Halte ich mich da einfach mal raus. So, ach, guck mal. Das war jetzt erfreulich. So, also zack, hier rauf auf die Reeperbahn. Vorne ist auch grün. Guck mal, das nutzen wir jetzt einfach mal. So, und die 688 kommt halt eben von Altona aus gesehen von hier. Fährt sie nach da, heißt da jetzt Richtung Hauptbahnhof. Und wie gesagt, ist dann auch alles verbunden, wenn man beide Karten hat. So, wenn die warten, dann können wir fahren. Am besten schnell, bevor die anderen fahren. So, können wir schön elektrisch. Lass mal den Motor aus, bitte. Ich lass den mal aus. So, schön elektrisch fahren die letzten paar Meter hier. So, Davidstraße. Einen schönen guten Tag, die Damen. Zu und einmal weiter, wenn wir dürfen. Ich blink einfach schon mal vielleicht. Erbarmt sich ja irgendjemand mal heute. Ist vorne? Hä? Ich hab doch zugedrückt. Ich weiß es doch auch nicht. Ja, der muss jetzt mal dran glauben, ne? Von all die, die einfach vorbeigeprescht sind, war der jetzt, der mir in die Quere gekommen ist. Selber schuld. Ach ja, so. Also einmal Reeperbahn bei Tag haben wir hier.
Genau, hat man also auch mal diesen... Also haben wir auch mal diesen Streckenabschnitt hier immer ohne Blinky-Blinky bei Nacht. Wie man sonst bloß gesehen bei der 688, genau. So ist es aber. Jetzt sind wir auch gleich schon wieder weg. Also so viel Linienrecycling ist hier gar nicht. Guck mal, sogar grün. Hui, einmal da runter. Ein bisschen aufladen. Also ab und an, wenn man drauf achtet, da sieht man teilweise, dass der Akku mal ein bisschen hochspringt. Das finde ich immer... Heißt, da freue ich mich immer. Aber ich glaube, effektiv ist es schwierig, so zu fahren, dass man mit mehr Ladung ankommt, als man losgefahren ist. Dafür muss man ein Profi sein und das bin ich halt irgendwie nicht. Obwohl ich tatsächlich immer schon versuche, halbwegs anständig zu fahren, aber ist halt einfach nicht, ne? Prinzip sinnvoll wäre halt, die Energie, die man durch den Diesel an Vortrieb hat, müsste man halt in diese elektrische Bremse da umwandeln. Das heißt, man müsste theoretisch recht schnell fahren, dass recht viel Geschwindigkeitsenergie aus der Verbrennung passiert. Und wenn man halt ganz viel anfährt, dann verbraucht er doch immer auch ganz viel Stromenergie. Und Kickdowns gehen auch mal recht stark auf die Stromrechnung. Aber so ist es, ne? Genauso ist es. Das ist dann einmal hier. Bremsen auch schon mal langsam. Bisschen Strom generieren. Ich meine, das sorgt auch tatsächlich ein bisschen für so eine Fahrgast angenehmere Fahrweise, wenn man so fährt. Hat also auch Vorteile. So. Jetzt sehen wir schon, im Prinzip für die normale 111 wäre es noch... Mach mal zu hier. Wäre es tatsächlich noch recht einiges an Haltestellen. Allerdings ist es jetzt eben die Umleitung bedeutet. Normalerweise wird es links runter gehen, wieder in Richtung Ufer. Wenn wir ein paar Meter da nochmal dran langfahren. Allerdings fahren wir jetzt dahin, wo der Kollege da vorne gerade herkam. Wenn wir hier fahren nach rechts, weil da unten nämlich nicht... Weil da unten jetzt nämlich zu ist, ne? Heißt, wir fahren jetzt direkt zum Rathaus Altona. Und, ach, guck mal, sogar grün. Fahr nicht da unten lang. Ne, ist nämlich alles gesperrt da, ne? Da kannst du, dann müssen wir nämlich da unten rechts reinfahren, wie man im Pfeil sieht. Da ist jetzt aber zu, deswegen geht es jetzt für uns hier lang. Und im Laufe des Tages, wenn der Fischmarkt dann vorbei ist, da wird dann die Sperrung auch wieder aufgehoben. So, mit Bremsen hier ein bisschen. Ich glaube, in die Gegenrichtung ist hier tatsächlich sogar eine Haltestelle nochmal eingerichtet für die Leute. Und wir fahren jetzt bis Rathaus Altona durch. Okay, im Prinzip ist es hier einfach so eine bisschen größere, breitere Straße als Abkürzung. Hat mich aber interessiert, heißt, habe ich am Vorhinein schon mal ein bisschen geguckt, was das denn hier so für eine Art von Umleitung dann ist. Kann sein, dass der mit, also mit Motor ein bisschen schleppender aus dem Pötten kommt als mit Elektro. Keine Ahnung. Ich werde nicht ganz so schlau draus. Dafür hat es hier einen Bereich, den man es vielleicht noch nicht unbedingt jetzt gesehen hat, wenn man selber gefahren ist. Weil man sich irgendwie immer selber sagt, ach komm, da fährst du doch den kompletten Linienweg, ne, auch schön alles mitnehmen, aber das hier ist was, was jetzt neu ist und exklusiv und so. Dann fahrt bitte alle, weil da vorne grün ist. Ihr fahrt nicht, dann fahre ich hier rüber. Ja, der tut sich aber echt, ne, den brauche ich gar nicht. Ach doch, tut sich aber echt schwer den Berg hoch, ne? Gut, da rechts neben mir auch irgendwie, aber ich hoffe, dass wir es nicht unbedingt abbiegen müssen. Und ich, die dürfen mich sogar rechts überholen. Ich darf sogar links fahren, weil innerhalb der Stadt bla bla freie Fahrstreifen waren und so. Das heißt, da ist das nicht mit dem rechts überholen und so. Mit dem Rechtsfahrspur-Dings da, das ist da in der Stadt alles nicht so. Ja, ja, nicht, dass sie wieder heißt, ja, du fährst, ich sehe mich, denke, nee, und so. Nee, dass es das nicht immer heißt. Das darf ich nämlich machen. So, wenn ich nämlich schon bei der ÖPNV, nicht der ÖPNV, wenn ich immer schon der STVO-Zeigefinger bin ab und an, hier im Let's Play, dann darf ich jetzt auch mal was sagen, was erlaubt ist und in Ordnung. Ne? So, jetzt darf ich mal ganz kurz spickeln. Rechts rum, ne? So, dann würde ich nämlich schon mal per se diese Spur einnehmen, wenn ich darf. Die ich ja eigenständig aufgegeben habe, bin ich selber schuld, aber... Fahren wir da einmal rüber. So, Delle. Genau, ansonsten auf dem Streckenabschnitt jetzt halt irgendwie 5-mal gehalten oder so. 10-mal abgebogen. Und somit sparen wir uns halt ein bisschen was, ne? Heißt, das passt alles wunderschön gerade noch so in eine handliche Folge, die man sich da mal so einverleiben kann am Wochenende. Oh, das ist doch praktisch, oder? Ja, das ist doch super.
Das ist so toll, das glaubt ihr gar nicht. Das ist einfach von so viel Sachen geprägt, die so toll sind. Das ist einfach toll. Mega. It's so great. It's so great. I love it. Yeah, it's totally great. Ja, ja. Und auch an der Ampel stehen. Ich halt 5 Minuten. Wie viel Pause hatten wir denn an der Endhaltestelle? Was stand denn da? Ach nee, das war... Welche Sicht war das? Die gibt's gar nicht mehr. Vielleicht sieht man das da noch. Wenn wir ATH sind, 12 Minuten. Oh, wow. Also hat man tatsächlich unter der Woche ein bisschen mehr Pause. Die Ampelphase würde ich gerne mitnehmen. Sonst stehen wir halt noch länger da, ne? Sonst haben wir gar keine Pause. Sonst gibt es gar kein Gaff schon hier. Gut, aber wahrscheinlich kommen wir auch im Laufe des Tages, gerade wenn dann die Sperrung weg ist, nochmal ein paar mehr Fahrzeuge auf Linie und dann hat man da ein bisschen mehr. Genau, links da, Rathaus Altona haben wir da stehen. Jetzt geht es uns nur noch dann zum Bahnhof und dann haben wir alles abgefrühstückt. Er möchte nicht mit, ja, kann ich verstehen. Ist ja auch nicht mehr weit. So, achso, Spiegel sehen wir ja nicht so gut. Haben wir irgendwo... Tür zu, bitte. Ja, das braucht mal seinen Moment. Aber so ist das mit den Automatiktüren. So, C2-Kollegen, Hallöchens. Achso, und das war mal ein C2-Kollege. Und das war mal eine grüne Ampel. Es ist mal eine gewesen, ne? Aber wir sind jetzt auf den letzten Zügen. Richtung Endstation. Und ich hoffe, ich finde unseren Terminus. Wenn nicht, dann nicht. Dann machen wir das einfach nochmal alle in Diswood und dann sind wir alle zufrieden, ne? Dip, 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 dip. Ja, das ist tatsächlich eine stattliche Zeit. Ich bin wahrscheinlich ein bisschen trottelig gefahren, aber ich wollte auch einfach nur, dass wir das mal ein bisschen ausprobieren mit dem Elektro da und so, ne? Also wenn wir die Linie mal irgendwann mit dem C2 fahren sollten, dann... Oder mit dem Line City oder so, dann... Preschen wir da so schnell fort, das könnt ihr gar nicht sehen. Das ist nach rechts grün. Ich glaube, hier stehen wir noch eine Weile. Na, habt ihr was dagegen, liebe Fahrgäste? Wahrscheinlich schon. Was haben wir denn noch so Schönes im Bus? Licht da vorne. Das können wir gar nicht mit 6 anmachen. Ist ja schade. Was haben wir in Software-Ergonomie gelernt? Wenn Shortcuts unerwartet nicht funktionieren, ist das irgendwie, wie heißt das? Ist der Teilbereich der Software-Ergonomie und der heißt, Erwartungs... Irgendwas mit Erwartung. Keine Ahnung. Auf jeden Fall wird er nicht gegeben und so. Das ist nicht gut. Ich muss da mal rüber, weil die da stehen. Danke. Genau so ist es. Diese Fahrt endet dort. Bitte alle aussteigen. Ich finde das so schäbig, die Stimme, aber sie ist halt... kannst halt immer wieder generieren und brauchst halt niemanden engagieren zum Reden und das ist halt... Vorteile sehe ich schon von solchen Stimmen. Heißt nicht, dass ich das gut und sympathisch finde. Ja, gut. Jetzt ist es so, als würde man von da rechts wahrscheinlich kommen mit der 688. Heißt, jetzt teilen wir uns wieder so einen ganz kleinen Teil der Linie. Jodele. Wir stehen wieder im Moment. Na gut, dann machen wir aus hier die Karre. Ach ja, Start-Stop-Automatik ist was Tolles. Aber im Prinzip muss das ja so designt sein, dass dieser Zündungsvorgang, genau, Zündkerze beim Diesel, Josh. Dass das so gemacht ist, dass das nicht super viel Sprit frisst, sonst wäre das ja irgendwie sinnlos. Ach ja, weil die Ironie verstanden haben, nein, gibt natürlich keine Zündkerzen. Ist ja ein Selbstverpuffungsdingszeug, bla. Physik, Gedöns und so. Ach ja, da ist jemand da, ne? Bei dem Bereich können wir dann auch mal wieder. Hoffentlich mit richtigem Abfahrtsbereich. Ist grün. Jetzt ist mir es für den Rest auch egal, dass der Akku irgendwie leer geht. Ich will ankommen. So. Das wird man aber noch machen dürfen hier. Ankommen wollen. So, Dille. Da stehen sie alle. Du wartest aber. Ach, der parkt sogar. Gut, dann wird er sehr wahrscheinlich warten. Kann ich verstehen. So, da drüben wäre wieder Abfahrt. Zufällig, glaube ich, an der gleichen Station wie bei der 688 oder eine davor oder so. Ich weiß es gar nicht. Ich muss sagen, wenn man hier aussteigt, ist das recht kompliziert, sich da irgendwie zurechtzufinden. Also wir sind tatsächlich auch mal angekommen hier am Bahnhof Altona und das war irgendwie sehr kompliziert. Sonst könnte ich mich natürlich auch da irgendwie darüber stellen an den
an den anderen, an den Pausenstationen, aber ich lasse mal so, ne? Ich finde das so eine ganz gute Idee mit dem Fahrtende. Bitte nicht einsteigen und ich würde einfach sagen, wir sehen uns in der nächsten Aufnahme wieder beim Let's Play Omsi 2 oder auch gerne natürlich bei irgendeinem anderen Projekt. Also, mach das gut, bis dahin, tschüssi.